Moin, Lür! Wir sind hier jetzt auf dem Steh. Ich weiß gar nicht, wie das hat. Ich bin unterwegs mit einem Schlehen, ne? Da hab ich einen Droben. Der vielleicht, du, da mir doch den Schlehen, dann kriegst du so eine komische Mütze. Was der von der Bedürung hat, das weiß ich gar nicht. Aber ich hab gehört, ich schulde mal noch Rams zu hingehen und mir mal ankicken, was hier so los ist. Und ich hab mich mit jemandem verabredet, die mir vertellen kann, was wir hier morgen dauert. Also, ich sei denn da achternal, ich will da mal rüber gehen. Das ist der Michael, der ist hier vom Karneval 2. Und wir müssen erst kicken, was wir jetzt veranstalten dort hier. Moin Michael! Moin, Heidi! Ja, du nur, wer so? Ja, was machst du da drauf noch? Du, ich hab heute unterwegs keinen Bayerkrieger, kann ich dir sagen. Ne? Nimmst es mir in den Kopf. Aber ich hab heute zwei Bullen mit Bröffel, die wollen nicht, dass wir hier verdursten dort. Das ist ja mit der Schnackerei, jetzt ruck an mit dem Land. Ne? Ist das? Einfach ist das nicht. Ne? Ja, ja. Kick, Dorf, Fluff und den Kameramann alle Füße, oder ja. Was? Da kannst du Ehepaar, das ist das. Geil, nicht gewinnen, oder? Aber ich hab gehört, Michael, hier ist was los am 7., 8. und 9. des Monats im Februar. Vertell mir dann, was hier abgeht. Von 7. mit 9., Heini, da will ich Karneval feiern, hier in Raumsloh. Oh, Kickels, Party. Kommt zu der Masse, Lühe. Das hupfi, ne? Also, wir habt das Zelt für Freitags mit 700 Sitzplätze gestattet. Und ich löf dir was voll, die meisten Korken sind da weg. Du kannst mal weg, ja gar keinen Platz, du schlafst mit Zelt. Was ist das denn für ein Mist? Du schaffst auch ja nicht schlafen, du schaffst Musik morgen rein. Das ist ja nicht so gelöben, du. Da hör ich auch noch arbeiten hier, oder was? Ja, kannst du doch, oder nicht? Ja, ich hab Bitcoin, kann ich ja noch machen. Ja, ja, Bitcoin. Also, wenn ich mich auch versorge mit Bayern, dann kriege ich das Abo hin. Das kriege ich. Aber der Happy, dann Freitag, Happy Freitag, Happy Programm. Und was ist denn mal eine Sitzung, oder was ist denn Freitag? Ja, Freitag ist ja unsere große Gala-Sitzung. Da habe ich ein großes Programm mit den Sportsmokers. Ich bin der Brecki, jetzt mal Prost. Prost. Die Sportsmokers sind da, die Feuerwehr und Raumsloh ist da. Okay. Mit einem ganz großen Auftritt. Aber die wird nicht löschen hier, oder? Du hast löschen. Ja, also, das in Ordnung. Dann mache ich mit. Und dann habt ihr den Gatter dann wieder den ganzen Abend, oder was hängt ihr denn mal für hier? Du, wir haben ein ganz großes Programm, anschließend wie eine große Party morgen. Ich hoffe ja, dass du uns da wieder unterstützen da ist, Heini. Jo, du kriegst wohl. Mir hat letztens einer vertellt, Vollgas ist nicht genug, die Bodenwanne, den wir dann haben. Ja, wenn dann Dörr drücken, ansonsten geht hier gar nichts. So. Heini sein. Und wenn der Büro so hat, das? So hat das. So bitte hier. Ja, erstmal wir noch mit aus dem Kennerkarneval. Um 15 Uhr mit abends. Dann haben wir wieder Zeltgau umbauen, weil dann haben wir die große Fete, die Nacht vor dem Tag. Dübelschlacht. Vor dem Tag. Drei Partybereiche in unsere Zelte. Und eine ganze Handvoll Musikers. Das ist echt so blöd. Aber da habe ich gehört, der Fuego, der soll auch kommen, ne? Den Verrückten. Ja, Fuego ist auch dabei. Oh, sag dir, der rühmt aber ganz Rams ab hier, du. Ja. Da blieb ja kein Stein und Männer hier, du. Fuego ist da. Ja. Die Local Heroes sind da. Und dann habe ich noch einen ganz geheimen Gast. Kennst du den? Den geheimen? Ja. Ne. Kennst du nicht? Ne. Ich war. Du kennst den? DJ oder? Heini, sagt die das was? Zum Bitken. Zum Bitken? Zum Bitken, ja, doch, zum Bitken, sag ich. Dann kennst du, ja, siehst du. Dann kann er ja die Shave gehen. Dann sind wir ja Seikert, wir sind Freitag und so, oder vollkommen du nicht hier, wer du. Ja. Und weil das ein Sonntag umgemacht, da habe ich ja einen großen Umzug hier gesagt, ne? Ja. Großen großen Umzug, Sonntags am 19. Wir sind nur wie über 80 Anmeldungen, 80 angemeldete Gruppen. Sag dir. Wohl 2000 Mann, ja. Das ist ja heftig, das ist ja. Die ganze Dörr besteht hier Bummkopf. Ja. Doch, ich kann von Westerstede, Överkampe, Bittenau, Ostrodorfen sind alle dort. Aber Sonntag kann ich dir erzählen, was nein, jetzt, dass du noch gar nicht weißt, weil ich hab einen Kollegen dann mit dem Bier. Den singenden Holländer bringen mit, mein Lieber. Ja, du damit ab, du. Den hast du noch letzte Woche. Ja, mein Lieber, das ist die Maschine hoch 4, ist das, du. Ja. Das freut mich. Da blieb die Frau, die nicht auf den Plätze sitzen, du. Dann ist die Bühne voll, da kann ich dir sagen, du. Ja, Hauptsache, du kannst dich dann noch retten. Ja, ich hoffe das, ne? Ich hab mal Stackelrohr tauen, tun im Tau, dann hast du das wohl. Dann gehen wir da wohl her. Einmal auf mich. Ja, sicher. Und ich glaube, die kriegt doch vorne gerade einen Roller hin. Ja. Und ich habe Bayern noch holen. Nicht, dass ich hier verdursten dauert. Irgendwann schau ich morgen, auf jeden Fall. Wartikel 1, liebe Partygemeinde. Wir sind ja nicht umsonst hier. Wir haben natürlich auch so ein bisschen was für uns für euch mitgebracht. Natürlich der Michael hier neben mir, weil ich habe ja nichts. Aber Mann, die Reise mit dem Koffer durch die Gegend hier. Der Michael hat gesagt, wir verlosen Eintrittskarten. Wie viel hast du gesagt? Wir wollen zwei verlosen. Wollen wir zwei nehmen? Wollen wir zwei verlosen. Und zwar gibt es dazu auch eine ganz passende, schöne Frage. Hier auf dem Platz, das seht ihr auch hinter uns, stehen zwei große Zelte. Wenn ihr uns
die Größe der Zelte nennen könnt, die hier auf Platz stehen, also in Metern, von beiden Zelten, dann gewinnt ihr zwei Eintrittskarten für Sonntag oder Freitag? Wir nehmen Freitag und Samstag ein. Freitag, ja, nicht ja, Haus wir hauen jetzt Saal, auf die Jacke. Meine Güte, ja. Ja, nehmen wir Freitag und Sonntag. Ja, okay. Also, liebe Leute, ihr könnt gleich unter das Video, wenn das online geht, die Größe drunter schreiben. Oder ihr fahrt mal hier zum Fetzplatz hin und guckt mal, wie groß das Zelt ist. Entweder lauft ihr dann lang oder nehmt einen Zollstock, ist mir vollkommen egal. Hauptsache, ihr wählt nachher, wie groß das Zelt ist. Und wir sehen uns dann mit Sicherheit Freitag oder Samstag irgendwo auf der Bühne, weil wir werden euch natürlich auch vorstellen, dass ihr die Gewinner des Abends seid. Ganz klar. So, ich kann dir eins sagen, Michael. Wenn ich ja sowieso hier bin, dann kann ich mir auch ins Zelt lenken, geschlafen, ne? Da mag man. Du, ich bock die dann auf mir auf. Ich werde die eins, ne? Weck mich ab, ne? Und bring mir auch einen Bayer für dich, ne? Da ich glaube ich, ne? Das da unten weg. Heini, munter! Munter! Tschüss! Tschüss! Siehste, alles gekauft.